Den kann ich erstmal ignorieren. Du rennst. Heilige Macht. So. Du rennst. Mach mal diese Flamme hier. Du versuchst es nochmal mit irgendeinem Befehl. Vielleicht am besten auf den Obermacker. Gibt's noch irgendwo einen Priester, der nervt? Nö. Doch, der da. Durenz, benutze mal kritische Heilung auf dich selber. Kanna, du rufst Oger nach da hinten. So, jetzt werdet erstmal den Sklavenhalter hier los. Ja, okay, den sind wir los. Du versuchst die Mutter wieder zu beleben. Also wach zu kriegen. Ihr prügelt weiter auf Scharfschützen ein. Okay, die lebt wieder. Kann aber nicht großartig was beschwören. Kanna kann jedoch Würms beschwören. Okay, das hat aber jetzt die Oger, glaube ich, gelöscht. So, dafür sind nur noch die Fernkämpfer übrig. Edda hängt. Kommt alle auf die Fernkämpfer. Und den da noch. Dann stirbt zwar auch der Wolfsbegleiter. Aber das muss leider sein. So, das ging doch jetzt dieses Mal viel einfacher. Trank des unheimlichen Schützen. Was so ein blöder Priester ausmachen kann. Oh. Eine Festungsmauer, das ist immer gut. Außergewöhnliches Schwert. Der Rest ist alles für hier. Ein Ale. Ja, das ist auch so eine Sache. Die hätte ich auch viel öfter benutzen können. So Schadensreduktionssachen. Oder Essen allgemein. So. Daran denkt man aber so irgendwie gar nicht. Es spielt sich doch irgendwie ein bisschen anders als Baldur's Gate. Auch wenn es so gesehen ziemlich viel Ähnlichkeit hat. So. Geben wir die Quests ab. Und dann switchen wir wieder unsere Party. Also packen auf jeden Fall mal Sagadi statt. Obwohl, nee, das können wir jetzt auch gerade mal sparen. Weil, weil wir wollen ja Kanna mit nach Ot Nua nehmen. Okay. Alles kein Problem. So. Und wir dürfen auch den Xaurib auf der zweiten Ebene nicht vergessen, der immer noch da, falscher Weg, darum liegt. Jedenfalls hat die Bonusentschlossenheit, Verfassung auf jeden Fall was gebracht. Ihr guckt euch das an, Edda hat 309 Ausdauer. Den klopft so schnell keiner runter. Fenris ist ziemlich... Naja. Hätte ich vielleicht damals einen Bären genommen, wäre alles viel anders... Viel anders. Ganz anders gekommen. Aber habe ich halt nicht gemacht. So, hallo du. Wir haben zwei Kopfgelder. Gellendalgard will niemand mehr versklaven. Ich bringe seinen Kopf. Das dürfte einigen sehen, helfen, besser zu schlafen. Hoffentlich bringt er es unserem Auftraggeber ein wenig Frieden. Hier die Bezahlung. Captain Muramaris Geschichte.
Ich würde wetten, dass gerade ein valianischer Captain ein Loblied auf dich anstimmt. Nun denn, hier, wie versprochen, gibt es neue Kopfgelder? Du hast einige gefährliche Feinde ausgeschaltet. Beeindruckende Arbeit. Die Gestandenen wissen, dass sie sich auf dich verlassen können. Ich habe aber noch mehr für dich, wenn du dir noch einmal die Hände schmutzig machen willst. Mal sehen, es gibt eine Bande von Zauberern, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Dann haben die glafantanischen Stämme einen weiteren Auftrag zu vergeben und der letzte ist knifflig. Hast du schon einmal mit einem Vitrak gerungen? Nein, Vitraks hatten wir bis jetzt noch nicht. Ich will mehr über den Zauberer wissen. Also, was haben wir hier? Ah, da hat wohl jemand die Dominance verärgert. Hocharkanistin Isil. Sie und ihr Kabal von Zauberern haben sich im Turm in Erbhügel abgeschottet. Okay. Wen wollen die Glafantaner erledigt haben? Das Kopfgeld für Naok den Propheten, einen im Exil lebenden Glafantaner. Er wurde wegen seiner nun extremen Ansichten von seinem Stamm verstoßen. Naok ist ein Medium und scheint sich für eine engvitalische Stätte nördlich von Goldhard zu interessieren. Zieland Liss. Mehrere Stämme haben zusammengelegt, um ein Kopfgeld auf ihn auszusetzen. Sie sagen, er dürfe auf keinen Fall an einer Maschine dort herumfuschen. Okay. Ich amüsiere mich mit dem Vitak. Nun, einer dieser Exarchen, dieser Serkal, ist mit einigen seiner Verwandten am Perlholzsteilufer aufgetaucht. Dieses Angebot ist nicht unterschrieben, aber irgendjemand will ihn offenbar nicht dort haben. Okay. Ivarias kehrt mit Zeug zurück. Stehen keine Ereignisse an. Letztes Level up für die Mutter. Jetzt können wir die 14 Punkte verteilen. Wissen. Athletik. Gut, von mir aus. Auflösung. Okay. Psychischer Rückschlag. Gibt psychischen Rückschlag. Passiv. Einmal pro Begegnung. Beschwört einen Vergeltungsschlag herauf, der einen Feind betäubt, wenn er auf die Willensverteidigung des Mediums abzieht. Ja, warum nicht? Jetzt noch mal gucken, ob sie uns was zu sagen hat. Wenn nicht, muss ich dann leider passen. Weißt du etwas über Wächter? Nee. Woher weißt du, dass du ein Wächter bist? Warum dachtest du, dass du ein Wächter bist? Ja, das hatte ich. Ich würde dich was anderes fragen. Mehr über dich erfahren. Geburtsglocke. Lass uns die Reise fortsetzen. Ich hätte ja so eine Vermutung, dass ich mit ihr ins Nest hoch muss. Vielleicht bringt das ja was. Das könnte ich mal gerade ausprobieren. Ich höre mir aber jetzt auf jeden Fall erstmal Sagani wieder. Die Mutter habe ich jetzt aufgelevelt. Und wenn mir nichts einfällt, dann muss ich wirklich mal. Sure. Ich hole mir jetzt für die Kopfgeldquest Sagani wieder. Sorry, Kanna. Aber für sowas ist Sagani doch ein bisschen besser geeignet. Vielleicht hat die Mutter uns jetzt was zu sagen, jetzt wo sie Level 12 erreicht hat und wir rasten. Nein. Right. Okay. Ich habe meine Gruppe wieder. Gucken wir mal kurz die Aufstellung an. Jo, sieht okay aus. Warum auch immer bei mir und bei Alof jetzt gerade die Zahlen so klein sind und so komisch aussehen. Aber ist egal. Aufstellung ist okay so. Ja. Wobei Durins fast außen stehen könnte, weil er mehr Ausdauerpunkte hat als Sagani. Okay, wie machen wir das am besten? Wo sind die drei Kopfgeldaufträge? Erbhügel, Perlholzsteinufer, Zieland Liss. Warum zur Hölle ist jemand ganz am Anfang?
Warum? Warum macht man sowas? Und vor allem, wo in Zealand ließ? Außen an der Maschine? Oder hat er sich drin in den Ruinen versteckt? Oh, gnadenlose Söldner, Gefolgsmannzahltag. Jo, Geld haben wir ja genug. Und wir haben ausgestoßene Krieger. Und Bären und Narok, den Propheten. Okay. So, Pause. Durenz, du beschwörst heilige Macht. So, und jetzt kannst du von mir aus losgehen. Halt mal den da auf. Du bist markiert, das ist nicht so toll. Du kannst wieder versuchen. Können wir nicht was anderes machen? Verstärkte Welle, Geisterplage. Ne, versuch es mal wieder mit Befehl auf einen ausgestoßenen Krieger. Okay, Fenris ist ausgefallen. Palegina sollte sich ganz dringend heilen. Ausgestoßener Schamane. Oh, Itomak wurde übernommen. Nee, doch nicht. Das ist nur ein Ring. Nein, erst der ausgestoßene Krieger, bitte. Wobei, den kannst du auch alleine umhauen wahrscheinlich. Na, das war jetzt aber nicht wirklich was Tolles. Du rennst. Säule der Heiligen mal auf den Propheten da. Wow, das hat reingehauen. Okay. Mach mal eine Massenheilung. Auf die ganze Gruppe. So, der Prophet ist auch ausgeschalten. Es ist nur der ungehauene Jäger und der Jäger übrig. So, das war's auch schon. Gut, dankeschön. Oh, gute Speer. Noch mehr Tränke des unheimlichen Schützen. Okay. So. Du hast auch noch einen Trank des unheimlichen Schützen. Was habt ihr denn so? Außergewöhnliches Zepter. Oh. Weißblatt, Trank der Macht. Helm mit Hirschgeweih. Nehmen wir auch mal kurz mit. Der Rest, ja, der kann weg. Noch ein Trank, so ein Trank. Und weg mit dem Rest. So. Bedeutendes Abenteuer. Anweisen. Ivarias. So. Wobei, wie lange läuft das bedeutende Abenteuer? 4 Runden. Ja, gut. Das wäre erledigt. Gucken wir mal kurz, was habe ich jetzt hier eigentlich alles. Ich hab viel zu viele Tränke des unheimlichen Schützen. Wirklich viel zu viele. Oh, ich habe gar nicht geguckt. Sie hat Helm mit Hirschgeweih auf. Er hat den Helm des Finsterblicks. Athletisch Gewandtheit. Das sieht aber so beschränkt aus. Das Zepter ist für Alof. Und da wollte ich mal gucken. Hervorragend Wachsamkeit. Nö. Bist du doch ein bisschen besser. Jo. Gut.